und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, in der letzten Folge sind wir ja genau hier stehen geblieben, weil die Folge so wahnsinnig lang war. Und hier machen wir jetzt auch weiter. Oh, hier. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ah, kann ich dann, das müssen wir mal kurz ausprobieren, kann ich dann von da aus tatsächlich direkt wieder hier rein? Ja, ah, sehr geil. Das heißt, ich kann dann auch direkt dahin porten. Oh, und ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt die ganze Strecke tatsächlich nochmal laufen. Das wäre nicht so günstig gewesen. Ja, ich durfte jetzt über 24 Stunden nicht mehr spielen, habe schon wieder die Hälfte vergessen und bin ehrlich gesagt abartig gespannt. Ich weiß nicht, ob das das beste Wort ist. Gewesen oder abartig freue ich mich gerade darüber, sagen wir es mal so, dass ich jetzt weiterspielen darf, weil ich liebe dieses Spiel einfach. Also es ist, ja, es ist Wahnsinn. Ich bin wieder in Hogwarts? Ja. Wann Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studien nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. So, wo sind wir denn überhaupt hier? Das ist eine Aufgabe. Das ist schlecht. Ich wollte eigentlich... Da ist eine Aufgabe, aber... Achso, hier drin. Ah, okay. Okay, da würde ich dann eine Aufgabe bekommen. Na gut. Okay. Neuer Auftrag verfügbar. Sie müssen Depulso lernen, den Verscheuchezauber. Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Okay. Das ist auch wieder abgeschlossen hier. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich jetzt hier überhaupt entlang muss, wenn ich ehrlich bin. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte nicht. Aber es sieht hier alles so geil aus. Ich gucke mich hier gerade um. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Aber... Rebellion. Das nehmen wir natürlich noch mit. Aschenurne. Diese besondere Urne soll Gerüchten zufolge einst folgende Inschrift gehalten haben. Pionier im Drachenzähmen. Hätte nicht mit dem ungarischen Hornschwanz anfangen sollen. Okay. Da oben leuchtet was. Kommen wir da so hin? Natürlich nicht. Oder müssen wir da rum? Da können wir doch. Können wir doch rum. Aber dann kommen wir hier nicht mehr. Nee, dann ist sie wieder unten. Okay. Da oben sind auch noch zwei blaue Sachen. Eieiei. Ja, das Ruckeln tut mir leid. Es ist seit dem Update, was sie gemacht haben, leider drin. Wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Oh, hallo. Guten Tag. Kann ich mit dir reden? Nein? Schade. Also, ich schaue am besten mal eben auf der... Hier ist es ja so groß. Hier kann ich mich... so dermaßen verlaufen, ehrlich gesagt. Ich finde mich gerade gar nicht. Moment, da in der Nähe müsste ich eigentlich sein. Unterrichtsstunde fliegen! Ah! Okay, Moment. Aufträge. Professor Sharps Aufgabe. Das ist dieser Wegstoßtrank, ne? Ach so, aber das Buch... Kann ich das denn jetzt holen oder kann ich das nicht holen? Das ist doch eigentlich eine Aufgabe gewesen, aber die ist jetzt nicht als Aufgabe drin. Begib dich zur Flugstunde. Ja, ich würde sagen, dann machen wir erstmal das mit der Flugstunde. Vielleicht brauche ich das ja noch später. Ah, dann folgen wir dem Ganzen mal. Wäre schön zu wissen, wie weit das jetzt eigentlich entfernt ist. Ah, da hinten ist der andere Geist, dieser komische Mönchgeist. So, ach so. Die Flugstunde ist hier. Okay. Ich hatte jetzt gedacht, die ist irgendwo beim Quidditch-Feld. Aber okay. Dann von mir aus. Oh, jetzt habe ich die ganze Nacht hier geschlafen, gar nicht mitbekommen, dass so viele Leute hier angekommen sind. Hilfe. Alle nehmen sich einen Besen und dann fangen wir an. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel.
Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung. Treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich. Legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los! Jetzt Sie! Hoch! Hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Ich wollte gerade sagen, die sollte auch was sagen. Hoch! Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es sie direkt vom Besen. Aber die kriegen noch einen Krampf, wenn die dann so im rechten Winkel die Beine hochheben. Und sobald sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen sie auf der Stelle. Okay. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Das ist genial! Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Aha, ich glaube, ich habe den Dreh langsam raus. Naja. Gut gemacht. Da sie sich nun an ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Kann man den denn auch beschleunigen? Der nächste Satz Ringe führt sie über das Gelände. Ah, okay. Satz etwas mehr. Diese Aussicht. Hallo, schöner Tag zum Fliegen. Ne? Auch wenn ich noch nie gut war im Fliegen. Gut, ich kann das. Nee, nee. Nicht von Können sprechen, bitte. Nein. Flieg da durch. Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Aber so richtig? Ja, doch. Es ist aber Beschleunigung. Doch, doch. Also mit rechts unten die Taste gedrückt halten. Dann beschleunige ich. Oh, ich hätte vielleicht länger draufdrücken sollen. Wow, unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blinken. War das ein High Five? Oh nein, Hilfe. Jetzt wird's kompliziert. Also, ich bin ganz ehrlich, im Fliegen, das ist immer das, was ich am meisten gehasst habe bei Harry Potter. Das da bin ich so schlecht Spaß. Drin. Wo ist denn der nächste Ring? Hallo? Wie zum Auftragsgebiet. Hä? Da bin ich durchgeflogen, ihr Idioten. Ja, jetzt bin ich nicht mehr durchgeflogen. Nimmt der das jetzt mal an? Ja. Aber das ist gut, dass man hier zumindest nicht wieder von vorne anfangen muss. Das hat mich immer so angekotzt bei den anderen Teilen. Also andere Teile. Bei Harry Potter halt. Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Hufflepuff wie du an einer Spritztour in den Wolken interessiert wäre? Bringt uns das keinen Ärger ein? Aber es klingt bestimmt gut. Da sage ich nicht nein. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Mhm. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Jetzt geht er nach oben, oder was? Mhm. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Ist schon ganz cool, aber es geht ganz schön auf die Grafik. Aber das liegt wahrscheinlich wieder am Update. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen?
Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Ach so, mit links besser. Ist auch noch mal mehr beschleunigen. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Ja, aber auf dem würde ich gerne mal reiten. Die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Geht's noch weiter? Bleibt er die ganze Zeit so stehen? Das ist Kogawas Pfeife. Unser Ausflug ist zu Ende. Wir sollten schnell zurück. Oder ist er trotzdem viel schneller als ich? Hallo? Ah, jetzt kann ich ihn wieder einholen. Das ist krass. Obwohl ich diesen Temposchub drin habe. Sieht aus, als hätten sie die Klasse schon entlassen. Geben wir schnell die Besen ab. Steig hier ab. Und wo waren sie beide? Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Clopton, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Blöde und Kuh. Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Die Sache mit Kogawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Ja, das auf jeden Fall. Gut, hätten wir den Ärger vermieden, wäre natürlich besser gewesen, aber war schon ganz gut. Allerdings ist es auch sehr verschwommen. Also da spielt die Grafik leider dann, ja, gar keine Rolle mehr da oben. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Okay. Ja, habe ich jetzt eine neue Aufgabe bekommen? Scheinbar nicht. Moment, da muss ich jetzt mal gucken. Oder muss ich da jetzt tatsächlich so von selten... Naja, nee. Schließe die erste Hüter-Herausforderung ab. Das sind Hüter-Herausforderungen, das habe ich eben gar nicht gesehen. Also, Professor Sharps Aufgabe würde ich auch gerne machen, aber ich würde ehrlich gesagt auch gerne nach Hogsmeade gehen und gucken, dass ich bei dem vielleicht einen Besen kaufen kann. Oh, geheime Räume, der Raum der Wünsche? Was? Wie komme ich da jetzt hin? Hä? Soll das die Kartenkammer sein? Nee, oder? Nee, die Kartenkammer ist das hier. Moment, das soll doch nicht der Raum der Wünsche gewesen sein, wo wir drin waren. Ich bin verwirrt. aber dann kommen wir ja unten als einziges da zu dieser Kartenkammer. Da muss ich mich auf jeden Fall auch nochmal drum kümmern. Wir müssen zur Weltkarte. Dass wir da mal eben gucken. Hogsmeade war aber oben, ne? Was ist das hier eigentlich gewesen? Ach nee, das ist Hogsmeade. Okay. Will ich aber nicht als Wegpunkt setzen. Ich wollte eigentlich... Habe ich in Hogsmeade keinen Punkt, wo ich hinporten kann? Ernsthaft jetzt? Was ist das eigentlich hier? Spinnenversteck. Ah, wenn man mal was braucht, denke ich mir mal von den Spinnen, ne? Hier hinten war ich noch nicht. Ich hoffe, dass wir von hier aus schneller nach Hogsmeade kommen.
Was haben Sie jetzt vor? So, ich werde mich auf jeden Fall jetzt mal eben schnell zu Fuß aufmachen, um nach Hogsmeade zu kommen. Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Okay. Guten Tag. Ich benötige Hilfe bei einer Lieferung und dachte, Sie wären interessiert. Besuchen Sie mich in J. Pippins Zaubertränke, wenn Sie sich ein paar Münzen verdienen möchten. Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien. Abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Nein, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Warum bellt er so? Okay, besiege einen Gegner mit alter Magie. Ja, toll. Hätte ich jetzt sogar drin gehabt. Na gut, da hinten ist noch einer, oder? Das sind sogar zwei. Dann machen wir das da mal eben kurz. Ach, das ist bei den Kobolden wieder, oder was? Nee. So, haben wir das auch schon mal erledigt. dann müssen wir... Wieso muss ich denn jetzt wieder zurück? Habe ich mich jetzt ablenken lassen, weil ich da hinten Gegner gesehen habe wahrscheinlich. Okay. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hogsmeade und sehe euch dann gleich dort wieder. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ach hier. So, wir haben jetzt unterwegs noch was Interessantes gefunden. Ja, da möchte ich gerne mal was dran ausprobieren. Weil, ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Ich würde mich gerne mal unsichtbar machen. Mal gucken, ob das funktioniert mit dem... Ja, der wird nicht getriggert. Perfekt. Und da sind 500 Gold drin gewesen. Sehr schön. Ja, klasse. Dann habe ich auf jeden Fall das, was ich wissen wollte. Weiß ich jetzt. Sehr, sehr geil. Und es hat funktioniert. Und ich brauche euch jetzt auch gar nicht mehr rauszukatten, weil wir schon in Hogsmeade sind. Ah, nee, das ist eine Eule. Ich wollte das gerade schon anziehen mit Akio. Ist hier denn vielleicht irgendwas hier draußen? Nee, ne? Doch, Moment, da war doch was. Hallo. Ist so weit weg, oder was? Revelio. Wo ist das jetzt hin? Akio. Ja, geht doch. Hä, wieso haben wir jetzt nur eins von 15? Wir hatten doch schon welche. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Okay, wir sollen... Ich habe es schon wieder vergessen. Wir hatten einen Auftrag, den wir erledigen können. Und wir sollen, ich weiß nicht, wie er heißt, zu dem mit dem Besen gehen. Was war das? Hallöchen, Katze. Du bist so süß. Bist ein bisschen schmal und hast wenig Fell, aber du bist sehr süß. So, dann gucken wir mal eben auf der Karte nach. Also. Achso, das sind die drei Besen. Nee, folge den Schmetterlingen. Doch, nee, hat in den drei Besen Selbstgespräche geführt. Sie faselte etwas von einem Farm Schmetterlinge. Ach so. Okay. Kenne ich jetzt nicht, aber gut. Anspruchsvolle Lieferung, das müssen wir auf jeden Fall auch machen. Und Flugprüfung. Kaufe einen Besen. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal als erstes, weil das gerade so thematisch gut passt, ne, mit der Flugstunde. Ich hoffe ja immer noch ein bisschen da drauf. Also Harry Potter hat ja mal alles umsonst bekommen. Vielleicht hat ja irgendjemand was von dem Troll gehört, den ich besiegt habe oder so. Und ich kriege das kostenlos. Vielleicht muss ich aber auch ganz viel dafür bezahlen. Ich weiß es nicht. Oh, Butterbier. Sehr schön. Das ist das, was zugewiesen ist, glaube ich, oder? Wo wir vorher nicht reinkamen. Oh, ein neues Gesicht. Revelio. Wunderbar. Spind Witches Sportbedarf. In diesem Geschäft, das von dem liebenswürdigen LB Weeks geführt wird, werden alle Arten von Sportartikeln für Zauberer verkauft. Darunter auch die neuesten Besenmodelle. Albi selbst, so sagt man, arbeitet an einer Reihe von Besenverbesserungen.
Oh, da ist ganz viel, aber ganz viel außen, ne? Das ist nicht hier drin. Oh, eine Kiste haben wir noch. Du hast doch sicher nichts dagegen, wenn ich mich hier mal um... Ah, ich wusste, ich habe was vergessen. Nein, jetzt kann ich das nicht mehr nehmen, ne? Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spint Witches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Ja. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Okay, Sie mussten Spintwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Schrecklich. Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher, aber versuchen Sie mal mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen. Gar nicht so einfach. Also gut, zurück an die Arbeit. Wenn Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Ja. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? Den Umhang hätte ich gerne gehabt. Der sah nämlich auch gut aus. Bringe dies zum Raum der Wünsche, um die Qualitäten zu enthüllen. Hä? Nicht identifizierter Gegenstand, Kopf. Okay. Okay, also das ist auf jeden Fall was, was schön alt mit Ihnen Geschäfte ist. Das können zu wir schon mal. Das ist auch alt. Das ist auch schlechter. Das ist auch schlechter. Das ist auch schlechter. Ich glaube, die Sachen, die man anhat, kann man auch gar nicht verkaufen. Hoffe ich zumindest. Weil sonst hätten wir hier nicht so wenige Sachen, die wir jetzt verkaufen können. Okay, den finde ich von der Optik her gar nicht so schlecht. Der sieht sehr elegant aus, aber der ist auch schlechter. Also von daher verkaufen wir das mal. So, die wäre allerdings besser, habe ich jetzt gesehen. Das heißt, die müssten wir erstmal kurz anziehen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ja, ja, Moment, Moment. Ich bin noch nicht fertig, ja? Wir gehen erstmal auf die Ausrüstung. Und dann schauen wir mal eben 40. Also okay, ist nicht so viel mehr. Warum müssen die alle so scheiße aussehen? Oh, nee. Okay. Sonst hatten wir... Oder hatten wir noch Handschuhe jetzt? Nee, ne? Ich glaube, wir hatten jetzt nur die Brille... Ah, nee, das andere, das war das, was noch undefinierbar quasi war. Genau. Ja gut, dann reden wir nochmal mit dir. Ich suche das gleiche wie eben auch. Ein Besen. So, ich gucke auch gleich nochmal, ob wir dann, aber ich glaube nicht, dass wir das noch nehmen können. Die Kiste ist wahrscheinlich jetzt für uns im Eimer. Ich habe es leider, ich habe dran gedacht, als ich aufgenommen habe, das war vor knapp 20 Minuten und jetzt habe ich es natürlich total vergessen. So, Besenvorschau. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Das ist der Glutsprintbesen. Der perfekte Besen für alle mit feurigem Temperament. Ja, aber das war nicht der, der so edel aussehen soll, oder? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Hogwarts Hausbesen. Ein Besen, der verzaubert wurde, damit du mit Stolz dein Haus in Hogwarts feiern kannst. Ach so, dann sind die eigenen Farben da drin, oder wie? Das wäre natürlich ganz cool. Obwohl der jetzt nicht so super elegant aussieht, natürlich. Die kosten aber alle 600, so wie es aussieht. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Mondraketenbesen. Dieser hochwertige, aus Esche gefertigte Besen steht für außerordentliche Stabilität. Das wäre für mich nicht schlecht, zumal Mond, ne, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich eine sehr starke Affinität zum Mond habe. Deswegen auch die Sache in meinen Geschichten, die ich schreibe, mit Wölfen und Mond und auch Mondkräfte und Hexen und so weiter. Das wäre wirklich nicht schlecht. Dann gibt es noch den Windhauchbesen. Da habe ich mich jetzt für interessiert eigentlich. Dieser Artikel ist von höchster Qualität.
Ein stilvoller Besen, der leicht zu handhaben ist, wirklich. Ja gut, hier steht außerordentliche Stabilität, leicht zu handhaben. Wobei ich sagen Dieser muss, Artikel der sieht ist von höchster besser Qualität. Aus hier. So, und der... Oh, der sieht aber nicht schlecht aus. Der Eibenweberbesen, ein komfortabler und schneller Besen mit einem einzigartigen Webmuster. Also, ich bin ganz ehrlich, optisch finde ich den hier tatsächlich am geilsten, glaube ich. Komfortabel und schnell. Ich weiß nicht, ob es da jetzt wirklich Unterschiede gibt. Steht für außerordentliche Stabilität. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ich würde mal gerne wissen, was da unter dem Ding dran ist. Ist da jetzt noch so ein Licht oder sowas da dran? Das sieht nämlich so aus. Also optisch... Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Gefällt mir der ehrlich gesagt am besten. Eibenweber. Vom Namen her gefällt mir natürlich der mit Mondrakete am besten. Und außerordentlich... Nee, Moment. Außerordentliche Stabilität hört sich natürlich auch nicht schlecht an. Es kann aber auch sein, dass einfach nur der Besen stabil ist und nicht der Flugstil stabil ist. Das könnte ich mir Dieser gut vorstellen. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Trotz Namen... Glaube ich, würde ich den hier nehmen. Also die anderen finde ich nicht so... Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Der ist noch ganz cool. Der ist, also mit dem Knauf und so, das finde ich ganz cool. Den hier finde ich irgendwie überhaupt nicht. Der sieht irgendwie, weiß ich nicht, wie gewollt und nicht gekonnt aus. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Der ist mega hässlich. Obwohl, wenn ich mir so vorstelle, dass ich da drauf sitze. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ist der vielleicht am besten? Also es tut mir leid, dass ich jetzt hier so lange am Überlegen bin. Also der ist schön, weil er ist hell und er hat das hinten, das sieht eigentlich nicht schlecht aus, finde ich. Auch dieses Gedrehte finde ich nicht so schlecht, aber ich glaube, das Gedrehte finde ich auch wieder nicht so schön. Also der hier sieht sehr schlicht aus. Ach, wir nehmen den jetzt alleine wegen den Mondraketen, kommen. Sie werden diesen Besen lieben, das verspreche ich Ihnen. Können wir jetzt den anderen... Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ach, wir können noch einen anderen Besen auch noch kaufen, oder was? Echt jetzt? Dann kaufe ich den sonst auch noch. Ich kann mich nicht entscheiden, es tut mir leid. Hätte ich das vorher gewusst? Danke fürs Vorbeischauen. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle... eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Ich und die Bestzeit schlagen. Hallo, ich war immer die Schlechteste im Besenreiten. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Das ist irgendwie, das ist wie mit Autofahren. Also ich liebe es irgendwo, Auto zu fahren. Also hier auf der Konsole oder auf dem PC oder so. Natürlich mit Controller. Aber ich war nie besonders gut da drin. Also ich brauche viel Übung, muss ich dazu sagen. Aber ich war nie besonders gut da drin. Und bei Harry Potter war ich immer schlecht in Quidditch. Deswegen, mir ist das egal, dass wir kein Quidditch haben, ganz ehrlich. Wie lange sind Sie schon an Besen interessiert? Seit ich mein erstes Quidditch-Spiel gesehen habe. Die Flugmanöver, die Spieler. Manche Leute haben so ihre Zweifel an mir und meinen Ideen. Hoffentlich helfen sie mir trotzdem. Ich weiß, dass ich an etwas dran bin. Ja, klar.
Leuten mit Ideen muss ich immer helfen. Immerhin bin ich ja auch mal da gewesen. Ich hatte auch eine Idee und hab's durchgezogen. Warum muss ich Ihnen von diesem Besenflug berichten? Eigentlich hatte ich Imelda um Hilfe gebeten, aber sie hat ein paar Angewohnheiten beim Fliegen, die Zusammenarbeit erschweren. Ich brauche jemanden, der keine schlechten Gewohnheiten hat und gut fliegen kann. Everett meinte, Sie sind ein Naturtalent auf dem Besen. Er studiert hier immer die neuesten Modelle. Er ist fast so besessen von Besen wie ich. Wenn Sie mit Hilfe Ihres angeblichen Flugtalents Imeldas Zeit schlagen können, wäre Ihre Beurteilung des Besens unschätzbar wertvoll. Glaube ich nicht, aber können wir gerne mal probieren. Sie hatten wohl bei Kogawa Unterricht. Ja, aber dass mir die technischen Elemente der Besen stets wichtiger waren als das Fliegen, hat sie wahnsinnig gemacht. Sie findet es gut, dass ich jetzt Bandwitches leite. Ich glaube, keiner von uns dachte, dass ich mal Klatscher für die Cannons oder Eintracht Pfützensee wegschlage. Und ich finde es befriedigend, gegenüber denen Recht zu behalten, die mich für zu jung halten, um diesen Laden zu führen. Mit Ihrer Hilfe kann ich beweisen, dass ich der Anbieter mit dem umfangreichsten Wissen über Zaubersportartikel bin. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Nein, die bringen ganz sicher keinen Spaß. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Mhm. Oh, können wir doch noch was aus der Truhe holen? Oh, sehr geil. Die verkaufen wir jetzt aber auch direkt, weil wir haben ja sonst eh keinen Platz. Enthusiasmus ist bewundernswert. So, kriegen wir nochmal 60 rein. Danke fürs Vorbeischauen. Ja, danke auch. Ja. Oh, hier ist noch was. Moment. Ich habe nochmal ein bisschen Geld mitgenommen. Ja, du hast ja eh vom Rabatt gesprochen. Danke. Okay. Sprich mit Imelda auf dem Quidditch-Feld. Würde ich gerne machen, aber wir sind ja jetzt noch hier in Hogsmeade. Das heißt, es wäre besser, wenn wir erstmal die Sachen hier machen. Das war einmal die Sache mit den Schmetterlingen. Das sind nur die zwei. Ja, hier ist doch... Hä? Ich habe hier doch Hogsmeade freigeschaltet. Sogar 3 Punkte. Wieso konnte ich da denn nicht hin? Das muss ich mir nochmal angucken. Also irgendwie... vielleicht habe ich da was Falsches gedrückt, dass ich das nicht richtig reingezoomt habe oder so. Ich weiß es nicht. Schatzartikel laden. Ja, solche Sachen müssten wir eigentlich auch mal machen. Ich würde aber... Oh, das verschiebt sich immer. Ich würde aber sagen, dass wir erstmal die Sache mit den Schmetterlingen machen. Dann gehe ich hier erstmal wieder raus. Ja, da wir aber schon wieder so viel Zeit verloren haben in dieser Folge, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir es vielleicht hin, beide Aufträge in der nächsten Folge zu machen, sodass wir dann wieder diesen Cut haben, dass wir danach dann, ja, das mit dem Besen machen können. Ich bin nicht sehr begeistert, aber ja, das liegt einfach nur an meinen fehlenden Flugkünsten, bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.